Mein Name ist Detlef Deisloff, bei der iQuadrat AG hier für den Vertrieb verantwortlich. Die iQuadrat AG selbst seit 2000 im Bereich der Entwicklung von Dokumentenmanagement, Workflow-Management-Lösungen aktiv, hat einen gewissen Schwerpunkt auch im Umfeld der Sozialverbände, Sozialeinrichtungen. Hier sehen Sie einmal einen kleinen Einblick in den Kreis unserer Anwender aus Ihrem Tätigkeitsumfeld. Wir haben dort quer durch mittlerweile fast ganz Europa auch bereits Projekte realisiert und sind auf eine sehr große Begeisterung auch im Kreise unserer Anwender gestoßen. Von großen Kliniken, Klinikverbänden bis hin zu kleinen einzelnen Werkstätten, Einrichtungen, Beratungsstellen bieten wir passende Lösungen in jeder Organisationsgröße an, die sowohl preislich wie auch funktionsmäßig alle Anforderungen erfüllen können. Digitalisierung im Bereich der Sozialorganisation bedeutet natürlich auch, sich vorweg einmal mit gewissen Risiken zu beschäftigen, die Sie durch den Einsatz unserer Lösungen auch vermeiden können. Das ist zum einen das Risiko des Totalverlustes von Dokumenten und Daten. Hier gibt es eine Reihe von Beispielen, teilweise auch Beispielen, die ich selbst in irgendeiner Form miterlebt habe. Hier unten beispielsweise habe ich kurze Zeit vor dem Brand in diesem Holzhandelsbetrieb noch im Büro des kaufmännischen Leiters gesessen. Die Wände waren vollgestellt mit Aktenschränken, in denen sämtliche kaufmännischen Dokumente des Unternehmens waren. Davon ist nach diesem Brand nichts als Asche übrig geblieben. Es war nichts digitalisiert. Sie können sich vorstellen, welche Konsequenzen so etwas hat. Das kann natürlich in vielfältiger Form auch geschehen, aber man kann diesen Risiken auch vorbeugen. Unser Kunde, die Firma Fass Braun in Hagen, hat im vergangenen Jahr diesen Großbrand erleben müssen und keinerlei Dokumente verloren, da eben die Firma Fass Braun seit einigen Jahren unsere Lösung in der hochsicheren Telekom Cloud nutzt. Sie können unsere Lösung sowohl in der Telekom Cloud auch direkt nach diesem Termin bereits aktivieren und nutzen, auch für einen Monat erst einmal zu Testzwecken kostenfrei oder selbstverständlich auch in Form eines Lizenzkaufes dann auf eigenen Servern installieren lassen und nutzen. Feuer ist sicherlich ein ganz gravierender Punkt. Wasser natürlich auch in jeglicher Form. Es muss nicht immer so schlimm sein wie im vergangenen Jahr, ja ganz katastrophal im Ahrtal. Aber auch bei uns hier in Wuppertal passiert. Diese Bilder sind auch im Juli 2021 entstanden, als der Fluss Wupper, der quer durch unsere Stadt verläuft, auch massiv über die Ufer getreten ist durch diese Starkregenkatastrophe und weite Teile der Innenstadt überschwemmt hat. Hier haben auch viele Unternehmen, Verwaltungen, auch Sozialeinrichtungen die Tiefgeschosse, die Kellergeschosse komplett überflutet gehabt und sämtliche Dokumente der Altjahre, die dort gelagert waren, gingen dadurch verloren. Das muss nicht immer in Form einer solchen Starkregenkatastrophe geschehen. Ein simpler Wasserrohrbruch in einer Teeküche, schlimmstenfalls an einem Freitagabend, reicht auch schon aus, um halt über das Wochenende Räume zu überfluten, Aktenschränke komplett durchzunässen, sodass eben auch sämtliche Papierdokumente unwiederbringlich verloren sind. Dem kann man vorbeugen. Ich habe vor unserem Termin in den letzten Tagen einfach einmal bei Google hinterfragt, welche Brandereignisse es im Bereich der Sozialeinrichtungen gegeben hat und bin schon auf der ersten Seite der Google-Recherche, nur auf der ersten Seite, und Sie wissen, wie viele Seiten es bei einer Google-Recherche gibt, zu diesen Treffern gelangt aus dem Bereich von Pflegeeinrichtungen, Sozialverbänden. Und da sehen Sie, dass man also hier in keinster Weise geschützt ist, dass solche Ereignisse leider auch sehr häufig eintreten können. Es sind aber nicht nur Brand- und Wasserschäden, die Dokumente vernichten, sondern die klassische Zersetzung von Papier kann dazu beitragen. Dokumente können aber auch durch Falschablage verloren gehen,
durch schlimmstenfalls auch den Verlust von Akten, eventuell durch Diebstahl, Ordner, die sich vielleicht gerade im Auto befinden, auf der Fahrt zwischen zwei Standorten, werden dann, wenn man gerade kurz das Auto verlässt, vielleicht auch mitgeklaut und Ähnliches. Vandalismus bei Einbrüchen, aber auch Viren und Trojaner können digitale Daten vernichten, wenn man sie nicht ordentlich schützt und hochsicher aufbewahrt. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, auch hier die Telekom Cloud zu nutzen, weil die Telekom hier einen nahezu 100-prozentigen Schutz vor dem Verlust auch durch Viren und Trojaner ermöglicht. Und so gibt es eine ganze Reihe weiterer Herausforderungen, die eben gemeistert werden müssen, um den Verlust von Daten und Dokumenten zu vermeiden. Denn letztendlich haften unter Umständen sogar Geschäftsführer, Vorstände für den Verlust der Dokumente im Rahmen der Revisionen, der Prüfungen, die durch Finanzbehörden, Sozialversicherungsträger etc. durchgeführt werden. Da gibt es auch entsprechende gesetzliche Regelungen. Es gibt aber auch noch weitere Gründe im Rahmen der Digitalisierung, die dazu führen, dass man hochsicher Dokumente aufbewahren muss. Die Datenschutzgrundverordnung gibt hierzu auch einiges vor in Richtung eines Schutzes vor unbefugten oder unrechtmäßigen Zugriff, Verarbeitung, auch Verlust, Zerstörung von Dokumenten, wie Sie hier unten in diesem markierten Bereich sehen. Und dahingehend können bei Verstoß gegen diese Vorgaben auch unter Umständen Bußgeldverfahren entstehen. Der Artikel 32 gibt hier auch noch einmal die Inhalte ganz deutlich, gut verständlich dar. Wir stellen Ihnen diese Präsentation gerne nach diesem Termin zur Verfügung und schauen Sie sich diese Seiten bitte einmal ausführlich an. Denn es geht hier letztendlich auch um Ihre Sicherheit und die Absicherung auch vor Haftungsrisiken für Ihre Vorstände, Ihre Geschäftsführung. Das gilt genauso auch für den Paragraphen 76 des Bundesdatenschutzgesetzes, der bei digital aufbewahrten Dokumenten eine Protokollierung fordert zu diesen Punkten, die Sie hier sehen. Das gilt auch heute schon, wenn Sie Dokumente nur in einem Windows-Verzeichnis ablegen und dort eben personenbezogene Informationen enthalten sind. Auch dann müssten Sie im Prinzip schon eine Excel-Datei in jedes Windows-Verzeichnis legen und sich dort eintragen, wenn Sie auf einen Vorgang zugreifen, ihn verändern, ergänzen etc. Das macht natürlich mit dreimal Augenzwinkern gesagt jeder auch immer ganz gewissenhaft. Sie wissen, was ich damit sagen möchte. Aber durch den Einsatz unserer Lösung erhalten Sie einen Automatismus zur Protokollierung dieser Maßnahmen, sodass Sie auch dahingehend eine rechtliche Absicherung für eventuelle Rechtsstreitigkeiten haben und Ihre Vorstände, Geschäftsführung aus diesen Haftungsrisiken befreit sein können. Die Datenschutzgrundverordnung gibt, wie gerade schon angesprochen, vieles her. Insofern nehmen Sie sich bitte gerne einmal die Zeit und studieren Sie diese Präsentation im Detail. Wir stellen Ihnen hier umfangreiche Maßnahmen und Funktionen zur Verfügung, mit denen Sie diese Risiken eliminieren können. Das gilt sowohl für die eigentlichen Datenschutzgesetze, gilt aber auch für Sozialgesetze, weil Sie beispielsweise im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge Dokumente sogar 30 Jahre nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses aufbewahren sollten. Es gibt im Sozialgesetzbuch mittlerweile die Verpflichtungen zur ausschließlichen digitalen Archivierung bestimmter personenbezogener Dokumente. Da stellen wir Ihnen gerne auch auf Wunsch noch weitere Informationen zur Verfügung, die sich dort aus den Paragraphen 7 und weiteren Ergänzungen ergeben. Das ist sehr spannend, was dort in den letzten 2-3 Jahren auch passiert ist. Über die allgemeingültigen europäischen und deutschen Gesetze hinaus gibt es natürlich auch noch für die kirchlichen Organisationen Gesetze aus dem kirchlichen Datenschutz, die noch strenger in der Handhabung sind als die eigentlichen
geltenden europäischen und deutschen Gesetze. Bitte nehmen Sie sich auch die Zeit, sprechen Sie mit Ihren Juristen, studieren Sie diese datenschutzrelevanten Passagen auch, denn das hat durchaus auch noch Bedeutung auf die Organisation Ihres Dokumentenmanagements und führt letztendlich auch dazu, dass Sie so viel wie möglich auch in Richtung einer revisionssicheren, rechtssicheren digitalen Archivierung bringen und möglichst keine Daten mehr in irgendwelchen klassischen Windows Explorer Strukturen oder in Aktenordnern aufbewahren, weil die hierdurch auch unter Umständen die Datenschutzgesetzgebungen nicht erfüllen. Es gibt auch ein sehr interessantes Portal aus der evangelischen Kirche heraus mit vielen Fachinformationen dazu. Den Link können wir Ihnen auch gern zur Verfügung stellen oder Sie googeln es einfach. Hier sind diese Themenbereiche auch nochmal sehr gut und ausführlich dargestellt mit einer Volltextsuche darin. Das ist ein sehr interessantes Nachschlagewerk, das kann ich nur empfehlen. Und dann gibt es natürlich die Steuergesetzgebungen, die in Abgabenordnung, Handelsgesetzbuch, GOBD ganz klar auch den Umgang mit steuerprüfungsrelevanten Dokumenten regeln. Die wichtigsten Passagen haben wir einmal für Sie rauskopiert. Fakt ist, dass die Gesetzgebung zum einen ganz klar erlaubt, kaufmännisch steuerrelevante Dokumente und Daten in digitaler Form auch ausschließlich aufzubewahren. Es gibt nur noch ganz wenige Arten von Dokumenten, die zusätzlich im Original aufbewahrt werden müssen. Das sind im Prinzip die Dokumente, die mit Unterschriften versehen sind, also Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Verträge, notarielle Dokumente. Sollten Sie zusätzlich zur Digitalisierung für den täglichen Gebrauch und auch dem Sicherheitsaspekt auch noch in Papierform aufbewahren. Aber das sind nur ungefähr 5% Ihrer Unterlagen. Und so befreien Sie sich nach und nach natürlich auch von großen Mengen des Papieres, da das einfach auch nicht mehr zeitgemäß ist, nicht mehr effizient ist. Hierhinter stehen auch klare Haftungsregelungen, die auch zu berücksichtigen sind, wenn diese entsprechenden Gesetzgebungen nicht eingehalten werden. Das gilt auch zum Beispiel für die kurzfristige Wiedervorlage von Dokumenten, die Sie vielleicht gar nicht am Standort haben, schlimmstenfalls vielleicht sogar noch an Standorten außerhalb Deutschlands aufbewahrt haben. Denn hier gibt es klare Verzögerungsgeldregelungen mittlerweile in der Abgabenordnung. Und Sie sind auch verpflichtet, Dokumente unverzüglich lesbar zu machen und auch eine maschinelle Auswertung zu ermöglichen für alle steuerprüfungsrelevanten Dokumente, die Sie in digitaler Form selbst erzeugt haben oder in digitaler Form erhalten haben. Die GOBD geht da sogar noch weiter und verlangt eine Archivierung im Ursprungsformat, heißt also ausdrucken, abheften und die Originaldateien vernichten, ist nicht mehr rechtskonform. Und auch ein Verändern der Datenformate ist nicht rechtskonform. Ich kann Ihnen hier nur empfehlen, auch die gültige Fassung der GOBD einmal herunterzuladen. Geben Sie einfach GOBD in Ihren Suchdienst ein und Sie bekommen die entsprechende Datei auch direkt vorgeschlagen. Das ist sicherlich mal interessante Lektüre für einen kalten, grauen Herbstabend. Die Kernaussagen haben wir hier noch einmal zusammengefasst, so dass Sie das Wichtigste hier auch auf einen Blick sehen können. Wie gesagt, die GOBD beziehen sich ausdrücklich auch auf digitale Daten und Dokumente, beziehen auch E-Mails mit ein, die in irgendeiner Weise steuerrelevant sind und auch neue Rechnungsformate, heißt EDI, was es ja auch schon etwas länger gibt, Zugpferdrechnungen, X-Rechnungen. Das sind für diejenigen, die sich noch nicht damit beschäftigen konnten, Rechnungsformate, mit denen Sie zukünftig auch häufiger in Berührung kommen. Zugpferdrechnungen seitens größerer Lieferanten, Großhändler, Hersteller,
die auf dieses Rechnungsformat nach und nach auch umstellen werden. Eine Kombination aus XML-Datei und PDF-Datei oder reinen XML-basierten Rechnungen, die Sie auch selbst erstellen müssen, zukünftig, wenn Sie Leistungen größer 1.000 Euro netto an öffentliche Leistungsträger berechnen. Auf Bundesebene und im Land Bremen ist es mittlerweile umgesetzt. Die übrigen 15 Bundesländer folgen jetzt und danach eben auch die kommunalen Leistungsträger, Stadtverwaltungen etc., sodass Sie mittelfristig auf jeden Fall auch in die Situation versetzt werden, nur noch x Rechnungen an die Leistungsträger zu stellen. Und auch diese XML-Dateien müssen natürlich über den gesetzlich geforderten Zeitraum hinweg aufbewahrt werden, müssen aber auch lesbar gemacht werden können für die Personen, die täglich damit einmal arbeiten müssen. Dazu bieten wir dann entsprechende Konverter an, die Ihnen den Inhalt dieser XML-Dateien, das sind ja reine Programmcode-Dateien, dann auch wieder in lesbarer Form darstellen, sodass Sie nicht erst noch andere Programme nutzen müssen, um diese XML-Dateien überhaupt lesen zu können. Wir haben uns hier noch etwas beim Finanzamt Trier ausgeliehen, was auch noch einmal in verständlicher Form das Handling beschreibt. Und hier gibt es auch klar die Empfehlung, mittlerweile auch an vielen anderen Stellen, dass eine Verfahrensdokumentation, eine Organisationsanweisung zu empfehlen ist, weil die im Rahmen der Betriebsprüfung gefordert werden kann. Und Sie müssten hier entsprechend eben dokumentieren, wie bei Ihnen das Digitalisieren organisiert ist, um eben auch Manipulationen, gewisse Rechtsrisiken ausschließen zu können. Unsere Lösung wird in jeder neuen Version auf die Erfüllung aller steuerrechtlichen und auch der datenschutzrechtlichen Anforderungen geprüft. Die Kanzlei Strieder in Solingen und Leverkusen übernimmt diese Prüfung regelmäßig und stellt uns dann eben einen entsprechenden Prüfbericht aus, der bescheinigt, dass unsere Lösung eine sogenannte revisionssichere, rechtssichere Dokumentenmanagement-Lösung ist. Diesen Prüfbericht können Sie bei uns jährlich erneut auch auf Wunsch erhalten, immer in der aktuellsten Version, sodass Sie diesen Bericht auch Ihren Prüfern wiederum vorlegen können, um nachweisen zu können, dass Sie hier eine rechtssichere digitale Dokumentenmanagement-Lösung nutzen. Ja, es gibt darüber hinaus noch viele weitere Motive und Gründe für die Nutzung des digitalen Dokumentenmanagements. Der Bitkom, ein großer Verband der IT-Branche in Deutschland, in dem wir auch organisiert sind, hat 2016 bereits eine Studie dazu durchgeführt, die nach wie vor aber aktuell ist. Und hierzu wurden eben Entscheider in einer großen Zahl von Unternehmen befragt, die bereits eine Dokumentenmanagement- oder ECM, Enterprise Content Management Lösung einsetzen. Und daraus ist diese Wertung entstanden. Sie sehen hier viele Punkte, die Sie sich sicherlich auch wünschen, die Sie gerne umsetzen möchten. Und in den nächsten Minuten erfahren Sie auch, wie Sie diese Vorteile für Ihre Organisation sehr schnell und einfach erreichen können. Da steckt auch sicherlich sehr viel Potenzial hinter. Es gibt viele Studien dazu. Wenn Sie alleine diese Zahl hier einmal sehen, 20 Arbeitstage pro Person werden im Jahr mit klassischem manuellem Dokumentenhandling verbracht. Das ist fast ein Monatsgehalt. Kostbare Zeit, die man anderweitig viel sinnvoller, effizienter auch für die jeweilige Organisation nutzen kann. Und dazu kommen viele weitere Vorteile, wie Sie hier auch sehen, wie eben auch zum Beispiel die Vermeidung von Skontoverlusten. Sie kennen die Zinssituationen sehr gut und wissen, was es bedeutet, von Rechnungen regelmäßig auch dann 2 oder 3% Skonto noch ziehen zu können, wenn diese Rechnungen eben rechtzeitig geprüft und freigegeben in der Buchhaltung sind. Und dazu stellen wir Ihnen jetzt Mechanismen vor, mit denen Sie diese Vorteile auch sehr schnell umsetzen können. Oft sind diese Kosten auch gar nicht bisher bewertet worden, weil es auch diese Kostenstelle Suche
gar nicht gibt, aber das ist schon sehr interessant, welche Potenziale wir dort freisetzen können. Aus unserer Erfahrung heraus schaffen wir es, den Suchaufwand um bis zu 95% zu reduzieren und den Aufwand für die Ablage um gute 70% zu minimieren. Was im Umkehrschluss auch bedeutet, dass man pro Tag und Person durchaus eine halbe Stunde Arbeitszeit oder auch mehr einsparen kann. Das sind sehr interessante Potenziale, die Sie mit unseren Lösungen erreichen können. Bis hin eben auch zur Qualitätsoptimierung in der Betreuung Ihrer Kunden. Denn Sie haben jede Information innerhalb weniger Sekunden auf Ihrem Bildschirm, auf Ihrem Tablet, vielleicht sogar auf dem Smartphone, wenn Sie das nutzen möchten dafür, um halt auskunftsfähig zu sein, auch die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Wenn Sie diese Präsentationen anfordern bei meiner Kollegin, drucken Sie sich diese Seite gerne einmal aus, ziehen Sie rechts eine senkrechte Linie neben diesen Text und schreiben Sie einfach mal für sich dann dahinter, was das für Sie bedeutet, addieren Sie das auch einmal auf. Das ist sehr spannend zu ermitteln, welche Effekte, welchen Nutzen Sie aus dem digitalen Dokumentenmanagement ziehen können. Es gibt auch Studien wie hier diese vom Fraunhofer Institut, die wir uns ausgeliehen haben, die schon bei einem durchschnittlichen Dokumentenvolumen einer Organisation doch hier die sehr attraktiven Potenziale ermittelt haben. Und daraus sehen Sie auch, dass sich eine solche Lösung, wenn wir auch dann in einem weiteren Termin einmal über die Investitionen sprechen, sofort komplett selbst finanzieren kann und sogar noch auch von dieser Seite her einen kalkulatorischen Gewinn abwirft. Und sich solche Investitionen bei einer Kaufvariante definitiv innerhalb von 12 bis 18 Monaten amortisiert haben. In der Cloud-Variante ja im Prinzip schon in der ersten Woche sogar permanent. Neben den ganzen rechtlichen und kostenseitigen Vorteilen gibt es natürlich auch noch einen nicht zu vernachlässigenden, immer aktueller werdenden Punkt, und zwar die Umweltbilanz. Wenn Sie es schaffen, durch die Digitalisierung, durch das Dokumentenmanagement, Ihr Team vielleicht auch nur 2 Tage in der Woche im Homeoffice zu lassen, schonen Sie definitiv auch sehr umfangreich die Umwelt, weil wir dadurch einfach 40% weniger Berufsverkehr für diese Personen haben, weniger Emissionen, Energieverbrauch, Kraftstoffverbrauch, Feinstauberzeugung etc., sodass Sie hier also auch letztendlich der Umwelt noch viel Gutes durch die Digitalisierung mitgeben. Ja, unsere Lösungen sind modular aufgebaut. Das heißt, Sie haben einmal auf Basis regelbasierter, also selbststeuernder Workflows die Möglichkeiten, mit unserer Invoice-Lösung Ihre gesamten Rechnungen zur Prüfung, Freigabe, Kontierung durch das Unternehmen zu leiten, Qualitätsmanagement-Dokumente zu verwalten, digitale Bewohner-, Pflege-, Patientenakten zu managen mit allen Dokumenten und Informationen, die Sie benötigen. Mit Phoenix Contract können Sie und Ihre gesamten Verträge im Hinblick auf die Fristen, auf Freigaben etc. steuern und lenken, werden nie wieder Kündigungsfristen verpassen, können aber auch mit unserer allgemeinen DMS-Workflow-Lösung zum Beispiel Ihren kompletten Posteingang digitalisieren, sodass jedes Dokument, unabhängig davon, wo sich die entsprechende Person befindet, innerhalb weniger Sekunden nach dem Digitalisieren bei der richtigen Person im Posteingang ist, im Homeoffice, im Neudeutsch Vacation, Urlaubs, Arbeitsprozess, wie auch immer, im Rahmen der digitalen Personalakten verwalten Sie sämtliche Dokumente und Daten Ihrer Mitarbeitenden mit sämtlichen Fristen für Entfristung, für Jubiläen, für Jahresgespräche, Vertragsänderungen etc. Es gibt darüber hinaus auch die Komponente des Bewerbermanagements, mit dem Sie die Möglichkeit haben, sämtliche Prozesse und Dokumente, die im Rahmen eines Stellenbedarfsantrages über die Ausschreibung bis hin zur Bewerbung, zur Bewertung der eingehenden Bewerbung führen mit sämtlichen Dokumenten des Bewerbers mit einer Ranking-Funktion, sodass Sie also auch über den Recruiting-Workflow schon bewerten können, welche Bewerber, Bewerberinnen in die engere Auswahl kommen und so also auch Ihre Bewerbungsprozesse viel effizienter steuern können. Im Rahmen der Digitalisierung des Papiers stellen wir Ihnen auch mit Phoenix Capture
eine Komponente zur Verfügung, die es Ihnen ermöglicht, sehr effizient ganze Stapel von Dokumenten zu digitalisieren und mit dem Capture Reader auch zum Beispiel Rechnungsinhalte oder andere Beleginhalte auf Details bezogen auch auszulesen, damit bestimmte Felder in den Workflow-Masken automatisch zu füllen. Es gibt auch noch einen Positionsdatenleser, der Rechnungspositionen gleich in die Kontierungstabellen, die Sie jetzt sehen werden, des Workflows übertragen kann, sodass Sie also auch sehr komfortabel Rechnungen auf Positionsebene kontieren können, vielleicht sogar einzelne Rechnungspositionen noch auf unterschiedliche Kostenstellen splitten können, ohne dass Sie die Rechnungsdaten dazu manuell erfassen müssen. Und hinter all dem steht natürlich auch mit Phoenix Archiv ein revisionssicheres Archiv. Und diese Komponenten sind eben auch Bestandteil unserer Phoenix Documents Cloud-Lösung. Und da schauen wir jetzt einmal hinein. Es gibt verschiedene Wege, um Dokumente in das System hineinzubekommen. Den ersten hatte ich ja gerade schon angesprochen. Das Scannen von Papier in größerem Umfang kann mit Phoenix Capture stapelbezogen erfolgen. Sie können jeden beliebigen Scanner natürlich verwenden und größere Mengen sollten natürlich mit einem Durchzugsscanner gescannt werden. Mit Phoenix Capture können Sie diese Dokumente dann automatisierter, einfacher verschlagworten, natürlich auch noch manuelle Informationen hinzugeben, aber auch aus anderen Systemen Daten mit hinzuziehen und sämtliche Dokumente werden dann auf Feldebene auch verschlagwortet. Das heißt, bestimmte Datenfelder, die Sie benötigen, werden ausgefüllt, teils auch automatisch und es läuft immer eine Volltextumwandlung mit, sodass jedes Dokument, das Sie archivieren, auch über den gesamten Inhalt wiedergefunden werden kann. Dokumente, die Sie selbst erzeugen, können über unser Hotfolder-Modul automatisch, ohne dass Sie dafür Schnittstellen brauchen, archiviert werden, indem Sie diese Dokumente einfach in dafür angelegte Windows-Ordner parallel zum Versand an die Empfänger drucken. Diese Windows-Ordner werden von Phoenix Hotfolder überwacht. Das ist entsprechend konfiguriert und transferiert die Dokumente gleich in das richtige Archiv hinein, sodass Sie sich gar nicht mehr um die Ablage selbst erzeugter Dokumente kümmern müssen. Darüber hinaus können Sie natürlich auch Dokumente einfach per Drag and Drop, ich zeige Ihnen das gerade einmal, in unseren Smart Client ziehen. Das ist dieses kleine Quadrat hier unten, eine Windows Desktop App, die morgens mitstartet. Wenn Sie hier dieses Häkchen einmal setzen, dann ist der Smart Client immer da, kann auch transparenter gestaltet werden. Und dann können Sie einzelne Dokumente nehmen und zwischendurch auch einfach hier hineinziehen. Das ist gerade auch dann interessant, wenn Sie kurz vor einem Termin oder dem Feierabend sind und nicht möchten, dass das in Vergessenheit gerät. Denn in diesem Moment laden Sie diese Dokumente automatisch schon entweder auf Ihren Server oder in Ihre Cloud-Umgebung hinein. Und da schauen wir jetzt einmal kurz hinein. Ich nutze hier für meinen Google Chrome-Browser. Und mit einem Favoriten, einem Lesezeichen, das Sie sich hinterlegen, können Sie also auch direkt hier in Ihre Cloud-Umgebung hineinspringen, in die Telekom Cloud-Rechenzentren in Magdeburg und müssen sich dann nur noch entsprechend identifizieren, authentifizieren, mindestens mit Benutzername und Kennwort. Wir stellen Ihnen aber auch gerne eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zur Verfügung, sodass Sie zusätzlich noch über ein Smartphone eine App in ein weiteres Passwort generieren, das Sie zusätzlich mit eingeben. Dann kommen Sie in Ihre persönliche Phoenix-Umgebung, die wir bewusst einfach intuitiv gehalten haben. Wir haben hier links Ihre Archive, die Sie auch aufklappen können und so eben dann sehr übersichtlich Ihre Dokumente darstellen können. Sie können dazu auch noch zusammengefasste Sichten auf mehrere Archive anlegen. Die habe ich hier einmal mit einem grünen Kreuz gekennzeichnet bei Buchhaltung und Rechnung. Sie können sich aber auch Filterungen hinterlegen, auf die Sie dann mit einem Mausklick zugreifen können und dann gleich die aktuellen Dokumente entsprechend dieser Filterung angezeigt bekommen. Sie haben hier oben Ihr Postfach mit allen eintreffenden Workflows. Bei den Workflows unterscheiden wir Ad-Hoc-Workflow, also spontan mit der rechten Maustaste zum Beispiel weitergeleitet diesen Vorgang einer Person in das Phoenix-Postfach legen mit einer Bemerkung etc. Und zeitgleich bekommt dann diese Person auch eine E-Mail vom Phoenix-System Richtung Outlook oder andere Mail-Clients mit dem Hinweis auf diesen neuen Vorgang und einem Link in der E-Mail, über den man, wenn man möchte, auch direkt
in den Vorgang springen kann. Alternativ zum Ad-Hoc-Workflow gibt es natürlich auch den regelbasierten Workflow. Heißt, Sie können dann eben auch wieder mit der rechten Maustaste oder über das Kopfmenü einfach auf Weiterleiten zum Beispiel klicken, auf Erledigt klicken und der Vorgang wird dann automatisch in den nächsten Status versetzt beziehungsweise der nächsten Person, die nun etwas mit diesem Vorgang tun muss, weitergeleitet. Ja, rechts sehen Sie die Voransicht der Dokumente und hier unten ist Ihr Eingangsbereich, der versteht sich wie ein Ablagekörbchen auf Ihrem Schreibtisch, in das Sie die Dokumente hineinlegen, die Sie noch abheften müssen, die Sie noch bearbeiten müssen. Und hier sehen Sie auch die drei Dateien, die ich vorhin in den Smart Client um 10.33 Uhr gezogen habe. Die werden also auch automatisch hier im Eingang angezeigt. Sie können aber auch von außen, wenn Sie diesen Client geöffnet haben, Dokumente einfach hier hineinziehen und loslassen. Dann werden die ebenfalls hochgeladen. Sie können nun diese Dokumente an der Stelle auch noch löschen, wenn Sie möchten, weil sie noch nicht rechtssicher archiviert sind, an andere Personen in deren Eingang weiterleiten oder sich auch Dokumente aus einem Windows-Ordner abholen, in den Sie gerade eben auch mit Ihrem Scanner, den Sie lokal auf dem Schreibtisch haben, Dokumente hineingescannt haben. Jetzt wird das Dokument auch in die Cloud hochgeladen, ist jetzt in Magdeburg in den Telekom-Rechenzentren. Dann müssen diese Dokumente natürlich noch in das entsprechende Archiv. Wie gesagt, das ist nur für die einzelnen Dokumente notwendig. Das, was Sie im Stapel scannen oder über Hotfolder archivieren, geht direkt in die entsprechenden Archive. Und hierzu, für die Einzelarchivierung, können Sie das entsprechende Archiv auswählen oder Sie nehmen diese Datei einfach und ziehen die in das entsprechende Archiv. Dann entsteht eine Vorgangsmappe und Sie sehen, dass hier automatisch schon gewisse Felder ausgefüllt werden. Das ist für alle trainierten Dokumentenarten möglich, kann auch noch weiter aktualisiert werden über diese beiden Funktionen, die wir Ihnen gerne noch im Detail erklären im Rahmen des Projektes oder auch eines Premium-Starts Ihrer Testumgebung, sodass Sie eben hier auch immer mehr Automatisierung erreichen. Diese Vorgänge können hier aber auch dann noch manuell ergänzt werden. Sie können Auswahlmenüs nutzen, können auf Kalender zugreifen und haben die Möglichkeit, dann diese Rechnung in diesem Beispiel hier unten auch zu kontieren. Das, was Sie sonst mit dem Kugelschreiber vielleicht auf dem Beleg in einem Stempel oder angehefteten Buchungsbeleg machen. Und hier stellen wir Ihnen dann eben regelmäßig auch aktualisiert Ihre Sachkontentabellen zur Verfügung. Sie können auf Ihre Kostenstellentabellen zugreifen und diese Rechnung dann als Ganzes kontieren oder alternativ, wenn der Belegleser auch die Positionsdaten auslesen soll, hätten Sie hier eben entsprechend dann eine Tabelle mit den einzelnen Rechnungspositionen und können dann diese Rechnung auch auf Positionsebene kontieren. Und aus diesen Daten entsteht dann eben auch nach der Freigabe zu einer gewissen Uhrzeit ein Buchungsdatensatz, ein Buchungsvorschlag, der automatisch an Ihre Finanzbuchhaltungslösung, DATEV etc. exportiert wird, sodass Sie diese Informationen direkt in der Buchhaltung haben und dort nicht noch einmal neu manuell erfassen müssen, was ja heute noch der Fall ist bei Ihnen, denke ich. Denn das ist einfach nicht effizient und kann auch schlimmstenfalls noch zu Schreiblesefehlern führen. Sie können dem Vorgang hier noch Bemerkungen hinzufügen, die dann eben auch mit Datum, Uhrzeit, Benutzername hinterlegt werden. Und ab jetzt hat dieses Register Bemerkungen dann auch einen Zähler. Das heißt, immer wenn Sie später diesen Vorgang öffnen, sehen Sie auch hier, dass es eben eine entsprechende Zahl von Bemerkungen gibt. Mit Speichern und Schließen ist dieser Vorgang jetzt archiviert in meinem Archiv Eingangsrechnungen. Hier sehen Sie einmal die Gesamtmenge der archivierten Dokumente und Sie können diese Daten aufsteigend, absteigend auch sortieren. Hier sehen Sie jetzt auch das Dokument, das ich gerade archiviert habe. Und Sie können sich diese Ansichten auch so bauen, wie Sie das möchten. Die Spalten verschieben, die Spalten, die Sie nicht möchten, können Sie auch ausblenden, sodass Sie eine sehr übersichtliche Darstellung Ihrer Dokumente bekommen. In diesen Daten hier, das sind ja die Feldwerte, die ausgefüllten Felder. Jede Spalte ist ein Feld, jede Zeile ein Vorgang. Können Sie hier oben rechts über die Schnellsuche natürlich auch suchen.
und bekommen dann eben nur noch die entsprechenden Dokumente angezeigt, die dazu passen. Alternativ haben Sie aber auch die Möglichkeit, sich hier links oben im Dialog mehrere Begriffe einzugeben, um somit eben über den gemeinsamen Nenner eine sehr genaue, treffende Darstellung der Dokumente zu bekommen, die Sie jetzt nur noch interessieren. Sie haben die Suchmöglichkeit im Volltext der Dokumente, also über jedes Wort, jede Zahl. Und Sie können sich ebenfalls hier oben links auch mit der Spaltensuche Filterungen hinterlegen nach verschiedenen Kriterien in beliebig vielen Spalten. Und wenn Sie diese Filterung, diese Suche häufiger benötigen, dann können Sie sich die hier mit diesem Menüpunkt einfach abspeichern. Und dann haben Sie hier links oben einen fertigen Suchfilter und müssen später nur noch auf diesen Filter klicken, um die dann aktuell dazu passenden Dokumente mit einem einzigen Mausklick angezeigt zu bekommen. Und das hier ist zum Beispiel auch ein Lieblingsfilter der Buchhaltung, denn Sie können so mit einem Mausklick kurz vor Weihnachten zum Beispiel noch sehen, welche Rechnungen noch im Umlauf sind, obwohl Sie darum gebeten hatten, alle Rechnungen geprüft und freigegeben bis zum 18. Dezember vielleicht in die Buchhaltung zu geben. Und so sehen Sie natürlich auch, bei wem diese Vorgänge noch im Postfach liegen. Diese Suche lässt sich natürlich genauso auch, ohne dass Sie den eigentlichen Phoenix-Client öffnen, aus dem Smart-Client durchführen. Sie können also dort auch Suchbegriffe eingeben und bekommen entsprechend Ihrer Benutzerrechte und der Einstellungen, die Sie hier auch noch verändern können, Ihre Dokumente angezeigt. Und Sie sehen auch im Dokument immer, wo sich der Suchbegriff befindet, weil das Treffer-Highlighting diesen Suchbegriff immer farbig hinterlegt. Und wenn Sie nun in einem Dokument sind und dazu weitere Dokumente benötigen zu diesem Vorgang, dann können Sie jede Information in diesem Dokument mit einem Doppelklick auch markieren, eine Tastenkombination, wir nennen das Hotkey, drücken und bekommen dann eben Ihre Dokumente zu diesem Suchbegriff auch automatisch vorgestellt. Und diese Suche funktioniert genauso natürlich auch aus dem Webbrowser heraus, mit dem Sie vielleicht gerade sich Produkte bei einem Lieferanten anschauen und einmal wissen wollen, was Sie vor 3 Jahren dafür bezahlt haben, also die alten Rechnungen brauchen, klicken Sie halt auf der Webseite Ihres Lieferanten, einfach den Produktnamen an, drücken Ihren Hotkey und Sie bekommen sofort die Dokumente aus dem Archiv angezeigt. Und diese Suche können Sie genauso gut natürlich auch aus jeder Anwendungssoftware durchführen. Sie sind in Ihrer Buchhaltung, in Ihrer Bewohnersoftware etc. Markieren Sie dort eben auch wieder mit einem Doppelklick die Informationen, zu der Sie Dokumente brauchen, und Sie bekommen direkt alle dazu passenden Dokumente angezeigt. Und das eben ganz ohne Schnittstellen. Das ist eine Standardfunktion unserer Software. Dazu verraten wir Ihnen auch gerne mehr im Rahmen eines Projektes. Innerhalb der Vorgänge haben Sie natürlich dann auch noch weitere Informationen. Dadurch, dass dieser Vorgang eben im Moment der Archivierung noch 2 weitere Register bekommt. Sie sehen also hier viele Basisinformationen. Die Dokumente sind auch 256-Bit verschlüsselt abgelegt und die Historie wird mit der Entstehung auch komplett mitprotokolliert. Das heißt, Sie sehen jederzeit genau, wer wann welche Aktivität mit diesem Vorgang durchgeführt hat, können also auch nach 2 Jahren noch nachvollziehen, wer eine Rechnung freigegeben hat oder im Falle einer Rechtsstreitigkeit auch sehen, wer diesen Vorgang geöffnet hat, also einen Download erzeugt hat, somit eben auch nachweisen können, dass nur die berechtigten Personen auf diesen Vorgang zugreifen können. Termine können Sie jedem Vorgang auch mitgeben, das heißt Aufgaben und Termine, die Sie für sich selbst oder für andere Personen hier entsprechend hinterlegen, und dann bekommen Sie oder die entsprechende Person diesen Vorgang zu diesem Termin auch wieder in Ihr Phoenix-Postfach, gleichzeitig auch wieder die E-Mail-Richtung E-Mail-Client, sodass Sie dann eben immer fristgerecht alle Vorgänge bearbeiten können. Und so können Sie in jeglicher Form Dokumente für alle Bereiche Ihrer Organisation verwalten. Das können genauso auch Verträge sein, die wir hier mit unserem Vertragsmanagement darstellen können, mit allen Informationen, Fristen, Laufzeiten zu diesem Vertrag, mit allen Finanzdaten des entsprechenden Vertrages, die auch aus anderen Systemen automatisiert eingebettet werden können, sodass Sie immer den aktuellen Kostenüberblick über
Ihren jeweiligen Vertrag haben mit allen Informationen, die Sie benötigen. Sie können beliebig viele Termine für unterschiedliche Personen auch hinterlegen, sodass alle an diesem Vertragsmanagement beteiligten Personen ihre Aufgabe zur richtigen Zeit in die Wiedervorlage, sprich in das Phoenix-Postfach, bekommen. Und das gilt für Ein- und Ausgangsrechnungen, für Kontoauszüge. Diejenigen unter Ihnen, die vielleicht auch Kunde der Evangelischen Bank sind, haben vielleicht schon erfahren, dass es dort bereits eine Schnittstelle zum Phoenix-System gibt für die Kontoauszüge. Das heißt, dass die Kontoauszüge, die im Finanzportal der Evangelischen Bank bereitgestellt werden für Ihre Konten, automatisch dann eben auch in ein Kontoauszugsarchiv und auch, wenn gewünscht, in einen Kontoauszugs-Workflow gehen können, um eben dann zu den entsprechenden Kontoauszügen die Bearbeitung oder Kenntnisnahmen in Sekundenschnelle nach dem Eintreffen zu erreichen. Sie können Marketing-Pressearchive führen. Sie können aber auch Ihre Bewohnerakten hier links unten zum Beispiel verwalten für die entsprechenden Einrichtungen, für die entsprechenden Stationen, beispielsweise auch die kompletten Akten. Das hier ist nochmal ein ganz einfaches Beispiel, führen mit allen Informationen, mit allen Datenfeldern, die Sie benötigen. Sie sehen, Platz ist genug für beliebig viele Datenfelder, die Sie benötigen. Dokumente, Workflows können hinterlegt werden, um halt diese Vorgänge genauso zu steuern, wie Sie sie benötigen. Und diese Steuerung, ich klicke mal hier unten rechts auf die Administration, kann auch von Ihnen selbst, wenn Sie das möchten, erstellt werden über unseren Workflow-Designer, mit dem Sie eben dann, beginnend mit einer leeren weißen Seite, einfach per Drag-and-Drop über Status hinzufügen hier oben, dann beginnen, Ihren Workflow aufzubauen, die Elemente miteinander verbinden. Sie editieren dann diese Elemente entsprechend und können sich so schon in einem ersten Meeting mit Ihrem Team den ersten Prozess einmal visuell darstellen, aufbauen, und dann können Sie, wenn Sie mögen, oder ansonsten auch durch unsere Unterstützung in Dienstleistung, dann auch die entsprechenden Workflow-Regeln, die Bedingungen eintragen, wie hier in diesem Beispiel, dass eine Rechnung in der ersten Prüfung nur freigegeben werden darf, wenn sie netto kleiner 1.000 Euro ist. Ansonsten geht sie automatisch zur zweiten Prüfung zur Geschäftsleitung. Diese Bedingungen werden hier rechts eingetragen. Und wir stellen Ihnen auch ein Portal zur Verfügung, mit dem Sie dann auch auf die Hilfeseiten kommen, um die einzelnen Befehle der Programmiersprache zu bekommen, wenn Sie selbst diese Workflows für sich erstellen möchten. In diesem Portal finden Sie aber auch alle Informationen über unsere Schnittstelle, Administrationshandbücher, Anwenderhandbücher werden hier zur Verfügung gestellt. Das können Sie also auch Ihrem gesamten Team dann zur Verfügung stellen, damit man hier eben jederzeit nachschlagen kann, auch mit einer Suchfunktion hier links oben, und sich alles aneignen kann, was benötigt wird. In der Administration können Sie neben den Workflows natürlich auch dann die Benutzenden anlegen. Über die entsprechenden Rollen, die Sie diesen Personen mitgeben, werden dann auch die Rechte gesetzt. Und hier in der Rollenrechteverwaltung können Sie also einzelne Archive sichtbar machen oder unsichtbar schalten, also verstecken. Sie haben die Möglichkeit, viele weitere Funktionen wie das Recht zum Archivieren, Exportieren oder statusabhängige Beleganzeigen zu konfigurieren, Workflow-Schritte zu verrichten. Viele weitere Befehle stehen hier noch zur Verfügung. Und Sie können, wenn Sie das möchten, sogar einzelne Datenfelder für bestimmte Benutzerrollen unsichtbar schalten oder auf nur lesen, dann können die eben nicht editiert werden. Und hier werden genauso auch die Archive angelegt, die Filterungen etc., die Daten im und Exporte. Aber all das stellen wir Ihnen dann gerne nochmal in einem individuellen, separaten Termin vor, denn wir haben jetzt schon 10.50 Uhr und ich muss langsam zum Ende kommen. Letzter Hinweis an der Stelle noch, Sie können jederzeit über unsere Webseite iquadrat.de in einzelnen Videotutorials, die hier
aus YouTube heraus verlinkt sind, wo Sie uns natürlich auch direkt suchen können, anschauen. Es gibt auch unter Aktuelles immer wieder neue Webinare, wie Sie ja schon wissen, zu einzelnen Themen. Und Sie können sich hier einen 30-tägigen kostenfreien Testzugang anlegen. Ich kann Ihnen den Premium-Start nur wärmstens empfehlen, denn darüber bekommen Sie für diese kleine Schutzgebühr den ganzen Monat über Hotline-Support und zwei Meetings mit Spezialisten von uns, die jeweils 1,5 Stunden dauern können. Das heißt, 3 Stunden Dienstleistung für 49 Euro, wo Ihnen die Kollegen halt auch schon mal helfen, bestimmte Dinge noch zu konfigurieren in Ihrer Testumgebung und Sie auch ausführlicher beraten. Hier unten über diesen Kreis können Sie dann auch schon eine ganze Reihe fertiger Archive mit aktivieren, sodass Sie direkt zu Beginn schon eine Struktur haben, mit der Sie arbeiten können. Sie können noch 3 weitere Benutzende anlegen, somit also auch Workflows testen. Und wenn Ihnen diese Lösung dann zusagt, haben Sie die Möglichkeit, im Rahmen dieser 30-tägigen Testzeit eine Beauftragung auszulösen. Und dann erhalten Sie eine Freischaltung Ihrer Lizenzierung in diesem Testmandanten. Das heißt, alles, was Sie angelegt haben, kann dann direkt in den Produktivbetrieb auch übernommen werden. Aber da informieren wir Sie auch noch ausführlicher. Und über dieses grüne Feld finden Sie auch den Zugang zu unseren Preisen für den Cloud-Bereich. Die Kaufvariante bieten wir Ihnen gerne auch individuell dann an. Und da sehen Sie, dass es 5 verschiedene Editionen unserer Lösung gibt, die sich durch Benutzerzahlen, maximale Limits von Benutzern, Datenvolumen unterscheiden. Und Sie können hier unten über meinen Kontaktdaten auch die komplette Preisliste herunterladen, finden dann dort sämtliche Informationen in den Preisen enthalten. Das ist für Sie ganz wichtig, sind sämtliche Kosten der Telekom. Das heißt, Sie bekommen keinen separaten Vertrag, keine separate Rechnung seitens der Telekom. Die Basisfunktionen, die Sie hier sehen, sind enthalten. Die Wartung, das heißt, sämtliche Updates stehen Ihnen kostenfrei dann im Rahmen dieses Abonnements zur Verfügung. Und auch der Hotline-Support, heißt, Sie müssen keinen separaten Wartungsvertrag abschließen. Hier sehen Sie die Konditionen der Erweiterungen auch dann. Und was ich noch vergessen habe, Sie bekommen für diesen Betrag auch noch ein Backup dieser Ihrer Daten in Ihre eigene Unternehmung auf ein System im Neutralformat. Das heißt, die Daten in Excel-Tabellen, die Dateien, die Dokumente als PDF-Datei, sodass Sie jederzeit auch völlig unabhängig von iQuadrat diese Daten anderweitig verwenden können. Und dann gibt es eben noch eine Reihe von Zusatzoptionen wie eben Erhöhung des Datenvolumens, weitere Benutzerlizenzen, die Sie übrigens auch umtauschen können. Sie sehen mathematisch das Verhältnis 1:3, 3:1 in diesem Preis. So können Sie jederzeit auch wandeln. Und auch einzelne Lizenzen, die Sie nicht mehr benötigen, immer mit einer Frist von 14 Tagen zum Monatsende auch wieder kündigen, so dass Sie dann im Folgemonat diese Lizenz, die Sie nicht mehr brauchen, auch nicht mehr bezahlen müssen. Ja, weitere Details, Entschuldigung, stellen wir Ihnen gerne dann im Rahmen einzelner individueller Termine jederzeit vor. Lassen Sie uns gerne darüber sprechen. Sie haben unsere Kontaktdaten. Sprechen Sie uns gerne jederzeit an, wenn wir dahingehend noch weiter etwas für Sie tun können. Jetzt ist meine Frage an Sie. Haben Sie noch Fragen an mich? Gibt es noch Punkte, die Sie jetzt spontan interessieren? Dann würde ich die gerne jetzt noch beantworten. Ansonsten sprechen Sie uns auch gerne jederzeit nach diesem Termin, wie gesagt, an. Das scheint nicht so zu sein. Dann dürfen wir uns für Ihre Teilnahme, für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, Sie haben einen gewissen Nutzen und Mehrwert auch aus diesem Termin ziehen können. Und ja. Das Pflegewohnzentrum hat doch noch eine Frage. Die On-Premise-Variante unterscheidet sie sich zu der Cloud-Variante? Also sind da unterschiedliche Funktionen dann gegeben oder ist Cloud und On-Premise gleich? Die sind nahezu gleich tatsächlich. Wir können sicherlich in der On-Premises-Variante noch etwas mehr individual Customizing, wie man das so schön nennt, hineinbringen in Richtung der automatisierten Belegdatenauslesung oder bestimmter Sonderfunktionen. Wenn Sie da also Anforderungen haben, die über das jetzt Gezeigte hinausgehen, muss man darüber sprechen, ob es dann eventuell sinnvoll wäre, die On-Premises-Variante zu wählen. Wobei auch die Cloud-Variante
immer mehr Funktionen bekommt. Wir nehmen zum Beispiel jetzt im vierten Quartal auch die digitale Personalakte mit in die Cloud hinein. Die ist auch hier schon in der Preisliste ebenfalls mit aufgeführt. Und dann kommen eben noch weitere Funktionen aus der On-Premises-Welt auch in die Cloud hinein. Und es wird natürlich auch funktional immer weiterentwickelt. Neue Funktionen, neue Features kommen Quartal für Quartal in die Lösung hinein. Es wird also immer umfangreicher, immer funktionaler in vielen Details. Es kommen ja auch gesetzliche Anforderungen, die umgesetzt werden müssen, hinzu. Das ist ein lebendes Konzept. Wir hatten noch bei Ihnen auf der Seite ein bisschen recherchiert. Die Verbindung mit Connex Vivendi ist ja bei Ihnen auch möglich, ne? Ja, genau. Vivendi erzeugt ja auch bestimmte Belege, die dann über den Hotfolder zum Beispiel auch direkt archiviert werden können in die entsprechenden Archive, die Sie gerade gesehen haben, oder auch individuelle, die für Sie angelegt werden. Und die Recherche aus Vivendi ist genauso möglich über diese Hotkey-Suche, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Einfach in Vivendi Personennamen markieren, Taste drücken oder Ähnliches. Und Sie bekommen halt dann die entsprechenden Dokumente angezeigt. Und wir können natürlich auch Daten, die aus Vivendi noch an das DMS auch zum Nutzen in diesen Auswahlmenüs benötigt werden, automatisch importieren oder umgekehrt auch Daten an Vivendi oder andere Softwareprodukte übergeben. Das ist genauso auch möglich. Dann werden wir uns sicherlich nochmal unter 4 und 6 Augen nochmal hören, Herr Dressler. Ja, sehr gerne. Ja, da haben wir auch schon einige Projekte mit Organisationen realisiert, die ebenfalls Vivendi einsetzen. Da gibt es also auch umfangreiche Erfahrungen zu. Unsere Auswertungen jetzt aus dem Invoice-Modul sozusagen sind ja sicherlich auch möglich dann, ne? Sie haben immer die Möglichkeit natürlich auch Daten über diese Funktion zu exportieren. Zum Beispiel in Richtung Excel, die ausgezeichneten oder auch markierte Vorgänge, wenn Sie das nur über eine Teilmenge haben möchten. Und dann bekommen Sie gleich eine entsprechend fertig strukturierte Excel-Datei. Ach so, die geht gerade hier drüben auf, mit der Sie dann eben auch die Auswertung, die Sie benötigen, auch noch weiter veredeln können in Form von Diagrammen oder anderen Funktionen. Sehr schön, danke. Mhm. Ja, sehr gerne. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Das sieht nicht so aus. Dann nochmals von unserer Seite aus herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Wie gesagt, sprechen Sie uns gerne jederzeit an. Und dann darf ich Ihnen noch einen schönen Tag hier aus Wuppertal wünschen und würde mich freuen, bald wieder von Ihnen zu hören. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss, schönen Tag noch. E-Quadrat. So geht Dokumentenmanagement.